Seite und führte sie auf einen hohen Berg. Und er wurde vor ihren Augen verwandelt. Sein Gesicht leuchtete wie die Sonne, und seine Kleider wurden blendend weiß wie das Licht. Da erschienen plötzlich vor ihren Augen Mose und Elia und redeten mit Jesus. Und Petrus sagte zu ihm: Herr, es ist gut, dass wir hier sind. Wenn du willst, werde ich hier drei Hütten bauen, eine für dich, eine für Mose und für Elia. Noch während er redete, warf eine leuchtende Wolke ihren Schatten auf sie, und aus der Wolke rief eine Stimme: Das ist mein geliebter Sohn, an dem ich Gefallen gefunden habe. Auf ihn sollt ihr hören. Als die Jünger das hörten, bekamen sie große Angst und warfen sich mit dem Gesicht zu Boden. Da trat Jesus zu ihnen, fasste sie an und sagte: Steht auf, habt keine Angst. Und als sie aufblickten, sahen sie nur noch Jesus. Während sie den Berg hinabstiegen, gebot ihnen Jesus: Erzählt niemand von dem, was ihr gesehen habt, bis der Menschensohn von den Toten auferstanden ist. Liebe Schwestern, meine lieben Brüder, unser Evangelium, das wir hörten, das Fest, das wir an diesem Sonntag feiern, ist so etwas wie eine Wasserscheide. Wir kennen das, je nachdem, in welche Richtung dann die Wasser und Quellen abfließen. So ist das auch hier bei unserem Evangelium. Wir können diese Episode, die wir da im Evangelium gehört haben, abtun. Wir können sie einschließen, wir können sie vereinzeln zu einer Geschichte, wie wir das dann in vielen Kommentaren lesen, wo sich die Ostererfahrung der Jünger niederschlägt. Oder wir können sie so verstehen, dass uns diese Geschichte und mehr noch Jesus selber in sein Licht hineinzieht. Das ist eigentlich der Sinn des Festes und dieses Evangeliums. Nicht eine einzelne Erfahrung. Wir können es besser verstehen, wenn wir uns fragen: Wer wird denn eigentlich hier verwandelt? Unsere Übersetzung ist an diesem Punkt ein wenig holprig, denn schon der Kirchenlehrer Johannes von Damaskus im 6. Jahrhundert macht darauf aufmerksam: Es ist einhellig im Zeugnis der Schrift und auch der Väter, dass nicht Jesus sich verwandelt. Irgendwie wie mit einem kleinen Zaubertrick fängt er plötzlich an zu leuchten, sondern die Jünger werden verwandelt, indem sie plötzlich erkennen, wen sie denn da vor sich haben. Das, was in der Geburt Jesu deutlich wird, in der Annahme seines Menschseins durch Gott, in den Wundern, in denen die Kraft Gottes an einzelnen Punkten, an einzelnen Menschen hindurchbricht, das wird hier gebündelt in einem unbeschreiblichen Licht. Jesus ist der, der er immer war. Aber plötzlich sehen es die Jünger. Nicht umsonst steht diese Episode mitten im Evangelium. Nachdem der Herr Mensch geworden ist, das ist die Grundvoraussetzung, nachdem er Wunder gewirkt hat, nachdem er seine Jünger immer weiter Schritt für Schritt unterwiesen hat, gerade im Matthäusevangelium, es ist Kapitel 17, das wir hören, im Kapitel 16, für viele Katholiken rastet das dann richtig ein, das Petrusbekenntnis. Das ist gut, wenn wir vielleicht noch so eine Nummer im Kopf haben. Schritt für Schritt, für wen halten mich die Leute? Du bist der Messias Gottes. Ja, liebe Schwestern und Brüder, wie Petrus auch, das ist richtig, aber man kann das schnell sagen. Aber was heißt es? Was bedeutet es? Hier auf dem Berg wird es deutlich, was es heißt. Dass die Kraft Gottes in einem Menschen sein kann. Dass dieser Leib nicht, wie manche frühchristlichen Heretiker, vielleicht auch ganz moderne Heretiker meinen, nur irgendwie eine Attrappe ist,
So etwas wie eine Marionette, wie die russische Puppe in der Puppe. Wir schrauben sie weiter auf und irgendwann ist dann sowas wie ein strahlender Kern da drin. Nein, Gott und Mensch verbunden in Jesus Christus. Und das ist das Ziel, dass wir mit unserem Leib, mit unserer leiblichen Existenz, das ist das, was Gott am Anfang der Schöpfung meinte, hineingezogen werden in dieses göttliche Licht, teilhaben an diesem göttlichen Licht. Und es ist nicht von ungefähr, dass unsere östlichen Schwestern und Brüder ihr gesamtes Verständnis der Liturgie von diesem Evangelium her verstehen. Immer will Gott mit der Leiblichkeit in Verbindung treten, um uns durch die Leiblichkeit in sein innerstes Wesen, das Licht ist und Leben, hineinzuziehen. Ich sagte vorhin, das ist so etwas wie eine Wasserscheide, ja. Und wir hören das am etwas verlegenen und auch, man tritt ihm sicher nicht zu nahe, wenn man sagt, unsinnigen Gestammel des Apostels Petrus. Denn das ist das, was wir oft machen. Wenn wir merken, hier ist eine Grenze erreicht, wir werden über die Grenze hinübergezogen von einer Kraft, der man sich nicht entziehen kann, es sei denn, man bricht das so auf seine kleinen bürgerlichen Verhältnisse runter. Och, hier ist doch ganz schön, lass uns doch so einen kleinen Zaun machen, so einen kleinen Schrebergarten, so einen für Elia und so einen kleinen Schrebergarten für Mose und noch so ein kleines Hüttchen für dich, damit es nur ja nicht zusammenkommt, damit diese Einheit nicht entstehen kann. Diese Einheit, die Gott will, am Anfang der Schöpfung, wie sie hier deutlich wird, alles in dieses Licht zu ziehen, dieses heilsame Licht, dieses lebendige Licht. Weil Petrus eine Reserve hat, weil er nicht versteht, vielleicht nicht verstehen kann, weil wir nicht verstehen. Wenn wir in einem Moment dem nahe kämen, was das meint, es hat ein großer Theologe, ein syrischer Katholik, einmal sehr schön ausgedrückt: Der Leib Jesu ist nicht bloß ein Zeichen der Anwesenheit Gottes, wie etwa der brennende Dornbusch am Sinai. Er ist auch nicht totes Gefäß, sondern er ist Sakrament. Der Leib Jesu ist Sakrament. Und das heißt, er ist gesalbt mit göttlicher Natur in einer Einheit mit Gott. Und deshalb müssen wir auch mit unserer leiblichen Existenz versuchen, dorthin kommen. Wir müssen uns ziehen lassen. Wir müssen aufhören, unsere kleinen Hütchen zu bauen, unsere etwas verlegenen oder unsinnigen Vorschläge zu machen. Unsere körperlichen Wirklichkeiten, so dieser Theologe weiter, die will der Herr ergreifen. Wasser, Brot, Wein, Öl, Mann und Frau, das zerknirschte Herz. Dort haben wir all die leiblichen Wirklichkeiten, die von diesem Licht erreicht werden wollen und die uns Brücke sind in dieses Licht. Dieses Licht vom Berg der Verklärung ist die Quelle aller Sakramente, liebe Schwestern und Brüder. Wir können das durchaus verstehen. Und wir können uns durch diese Sakramente, wenn wir mit dem zerknirschten Herzen zur Beichte gehen, sollten wir das wirklich tun. Wir werden von diesem Licht erfasst und mit unserer leiblichen Wirklichkeit, sogar mit der sündhaften, hineingezogen in dieses Licht, weil es ein heilsames Licht ist. An dem Tag, liebe Schwestern und Brüder, wo wir auch nur einen Hauch dessen verständen, was das Licht des Tabor, das Licht Christi, das Licht des lebendigen Gottes mit uns tun will, können wir alle Liturgiewerkstätten zumachen. Wir brauchen sie nicht mehr. Alles, was da im Moment herumdesignt wird und neu erfunden wird und neu gestylt wird, ist alles überflüssig. Wir müssen uns nur diesem Licht überlassen. Wir müssen aufhören wollen, unsere eigenen Hütten zu bauen, unser Leben abzugrenzen gegen dieses Licht. Sondern wenn wir Liturgie feiern, werden wir hineingezogen in dieses Licht,
aber eben nicht abgesondert, sondern mit unserer leiblichen Wirklichkeit, weil uns im Leib Christi, Gott selber, mit seinem Licht, mit seinem Leben, seinem Heil entgegenkommt und alles gut macht.